Hallo liebe Freunde von Mittelstadt TV. Hier mal wieder ein Lebenszeichen von uns. Auf mehrfachen Wunsch zeige ich mal etwas wieder von unserer Anlage und nicht nur Videos der großen Bahn wie in letzter Zeit durch die Corona-Krise. Ich wurde auch darum gebeten, doch ein bisschen etwas über unsere Anlage zu erzählen. Und diesen Wunsch will ich euch heute mal erfüllen. Vor allem trifft sich das jetzt gerade gut, da ja, wir eine größere Baustelle hier haben, weil unser Schattenbahnhof vergrößert wird. Und deswegen ist sowieso der nördliche Teil der Anlage im Moment stromlos. Da erzähle ich euch aber gleich mehr zu. Als erstes mal zum Anfang, ja, wie ist es zu dieser Anlage gekommen? Ich spreche immer von wir, wie euch vielleicht schon mal aufgefallen ist, oder schreibe auch von wir. Wir, ja, das sind drei Eisenbahner und ein Elektriker, die sich schon seit über 15 Jahren kennen und gut befreundet sind. Und im Januar 2014 haben wir dann mal den Entschluss gefasst, lasst uns doch mal zusammen eine Anlage bauen, nicht jeder für sich. Der eine hat sowieso keinen Platz, der andere hat auch keinen Platz. Und im Verein, in dem Sinne, wo wir drin waren, das ist auch nicht so das Wahre immer gewesen, weil zu viele Köpfe treffen aufeinander. Also haben wir gedacht, wir ticken sowieso irgendwo alle auf derselben Wellenlänge. Also lass uns was zusammen machen. Ja, und so wurde dann schnell der Entschluss gefasst. Eben schnell ein Konto eröffnet, damit wir schon mal ansparen konnten. Und so ging das Ganze los. Thema bei uns war immer, wir wollen rangieren. Uns interessiert das Rangieren mehr als die Züge, die über eine Strecke fahren. Und so ist es auch gekommen, dass wir nicht wirklich eine Strecke als freie Strecke auf unserer Anlage haben, sondern wir haben eine Strecke in einem Bahnhof. Das ist vielleicht so manchen schon mal aufgefallen. Ansonsten gehe ich da gleich nochmal drauf ein. Ja, Hauptthema also Rangierbahnhof und am liebsten mit einem Ablaufwerk. Ja, aus dem einen Ablaufwerk sind die am Ende nachher zwei geworden, aber auch dazu gleich mehr. Ja. Also, wie gesagt, wir haben das Konto angelegt, wir haben angefangen zu sparen, damit wir überhaupt ein Grundkapital haben und haben so ein Jahr lang erst immer die Köpfe zusammengesteckt. Wie bauen wir unsere Anlage? Was sind die Hauptanliegen und Wünsche, die wir gerne haben? Und so wurde ein Plan nach dem anderen entworfen, wieder verworfen, bis wir dann irgendwann mal, ha, die Idee. Da wir ja nicht so viel Platz haben, ging bei uns keine zweigleisige Strecke. Aber dann haben wir den Bahnhof, oder wie mein Bahnhofsplan von dem Rangierbahnhof Oldenburg-Kusenbusch entdeckt, den es früher bis Ende der 90er gab. Dieser lag an einer eingleisigen Hauptstrecke, und zwar an der Hauptstrecke von Oldenburg über Quakenbrück, Bramsche nach Osnabrück. Also so war die Anbindung an eine Strecke für uns schon mal geklärt. Die Gleisanlage selber bei uns im RBF hat nichts mit dem RBF Kusenbusch zu tun. Das sind eher so Parallelen zu unserem Rangierbahnhof in Osnabrück, wo wir hier mehr oder weniger alle herkommen. Ja, um es kurz zu machen, 2015 im September ging es dann endlich los, dass wir unsere ersten Rahmen bzw. Modulkästen aufgestellt haben und die ersten Gleise verlegt wurden. Wer noch ein bisschen mehr darüber wissen möchte, nach welchen Kriterien wir hier rangieren, beziehungsweise
die Züge bilden und auch die Wagen vom Ablaufwerk ablaufen lassen, der schaut sich am besten nochmal an mein Video vom 25.04.2019 mit dem Titel Mittelstadt TV Ablauf am R1-Berg mit Erklärung des Prinzips. Ansonsten schreibt mich weiterhin an oder schreibt es unten in den Kommentaren, wenn ihr noch mehr wissen möchtet. Ja, dann will ich jetzt gleich mal mit euch losmarschieren und gehe mal die Anlage im Einzelnen ab und werde dazu etwas sagen. So, hier sind wir jetzt in der nördlichsten Ecke der Anlage. Deswegen, das hier ist auch unser Industriegebiet Nord mit einmal Hans und Sohn, dem Sägewerk. Ich werde mal ein bisschen ranzoomen. Ja, wie gesagt, das ist das Sägewerk. Und unserer großen Mühle, wo halt jede Menge TDS-Wagen ankommen mit dem Getreide, gemahlen werden. Hier vorne werden die Getreidewagen abgeladen. Hier fehlt jetzt im Moment gerade eine Überdachung. Die muss nochmal überarbeitet werden. Ja, und dann da halt die Verladung. Einmal in UCS oder auch in Behälter für Haus-zu-Haus-Verkehre und da hinten die Palettenverladung an der Rampe. Geschaltet wird hier analog und zwar über so ein Stellpult. Dieses Industriegebiet steht natürlich nicht ohne Grund hier in der Ecke, weil hier drunter versteckt sich unsere Wendel, damit wir halt in den Schattenbahnhof reinkommen. Wir haben auf jeder Seite der Anlage so eine Wendel. Die andere seht ihr dann nachher. So, jetzt kommen wir hier zum Schattenbahnhof Nord. Den kennt man ja schon mal aus der Führerstandsmitfahrt, die ich mal vor ein Jahr oder vor längerer Zeit gemacht habe. Und wie euch vielleicht auffällt, wenn ihr die Führerstandsmitfahrt kennt, hier liegen einige Gleise mehr jetzt. Und zwar hat sich dieser Bereich um 5 Abstellgleise vergrößert. So, das ist jetzt hier der hintere nördliche Teil des Schattenbahnhofs. Und hier rum geht es jetzt in den mittleren Schattenbahnhof. Auch hier wurden vom oberen Bereich schon mal die ganzen Kabel entfernt und nach unten gelegt, oder vielmehr werden noch nach unten gelegt. Des Weiteren seht ihr da den Abzweig, dort kommt eine Kehrschleife hin und das sieht dann so aus. Ich zeige euch das mal. Das ist dann die Kehrschleife Nummer 1. Des Weiteren, diese beiden Gleise hier vorne haben sich auch geändert, indem sie jetzt hier eine Doppelkreuzweiche sitzt, dann noch eine Weiche. Dadurch ist jetzt demnächst ein zweigleisiger Betrieb im Schattenbahnhof möglich. Und wir können so im Schattenbahnhof mehr Betriebe schon mal, wo viel mehr Zugverkehr betreiben. Jetzt bin ich auf der anderen Seite des mittleren Schattenbahnhofsbereiches. Kann ich leider nicht ganz so gut dran. Aber wie ihr seht, liegen hier vorne auch schon lauter neue Weichen. Die sind einmal dafür da, für den zweigleisigen Betrieb, also als Umfahrung. Des Weiteren werden da noch
7 Abstellgleise angeschlossen. So, das ist der Einfahrbereich des südlichen Schattenbahnhofs. Wie ihr merkt, die sind alle untereinander verbunden. Man muss also durch jeden Schattenbahnhof durch. Hier verändert sich eigentlich nichts, außer dass die Rückmeldung im kompletten Schattenbahnhof erneuert wird. Mit einem, ja, von Fremo her bekannten Prinzip. Und dann war es das hier. Hier ist das Ende des südlichen Schattenbahnhofs. Zur Orientierung, der südliche Schattenbahnhof liegt unter dem Hauptbahnhof. Hinten geht das Gleis dann weiter rum. Auch nochmal ein Ausweichgleis. Und da wird demnächst, aber erst in weiterer Zukunft, auch nochmal eine Kehrschleife reinkommen. Und wie ihr seht, ist da die andere Gleiswende. Das war der Bereich des Schattenbahnhofs. Jetzt sind wir wieder im oberen Bereich. Das ist der Bereich jetzt über dem Schattenbahnhof Nord. Da seht ihr einmal den Eingang in den Tunnel zur Wendel. Den Haltepunkt Mittelstadt Nord. Mit der abzweigenden Strecke, da geht es hoch nach Kleinach. Und hier im Vordergrund ist am Entstehen, deswegen hier auch noch aus Pappe, das Walzwerk Mittelstadt. Mit angegliederter Maschinenfabrik. Ja, wie gesagt, das jetzt ist der Maschinenfabrikteil des Walzwerkes. Und auch im Walzwerk wird anhand so eines Stellpultes analog geschaltet. Jetzt gehen wir hier nochmal die Strecke ab. Einmal geht es da hoch Richtung Kleinach. Hier sieht man auch die Eisenbahner-Siedlung. Und da geht die Strecke dann über eine große Bogenbrücke, über den Rangierbahnhof auf die andere Seite Richtung Kleinach. Ja, auch halt von dem Haltepunkt Mittelstadt Nord geht es einmal da auf der Strecke an dem Rangierbahnhof vorbei Richtung Bahnhof Mittelstadt. Hier gliedert sich auch der Rangierbahnhof in die Strecke im Norden ein. Wir haben hier einmal mit den Betongleisen das neu gelegte Gleis. Das ist das Umfahrungsgleis. Und links daneben sehen wir die Richtungskuppe. Und hier unten, vorne am Anlagenrand, das ist der kleine R1-Berg. Dieser Berg hat folgende Bewandtnis, aber wie gesagt, das erkläre ich auch in dem anderen Video. Er ist nur für die Gruppenbildung da. Das heißt also, bei Nahverkehrsgüterzügen, die sind meistens in mehreren oder Übergaben in mehrere Gruppen unterteilt. Und dieses wird hier an diesem Berg gemacht mit diesen
4 Gleisen. So, jetzt sind wir auf der anderen Seite der Brücke. Hier seht ihr dann jetzt im Vordergrund nochmal die Gleise der Richtungsgruppe. Der Schwenk geht dann jetzt hoch zum eigentlichen Ablaufwerk. Im Hintergrund seht ihr wieder einen Anschließer. Das ist dann halt die Farben AG. Die über die Strecke, die zum Hauptbahnhof führt, bedient wird. Und im Hintergrund, ich zoome mal ein bisschen näher ran, da entsteht ein Lagerhaus. So, jetzt etwas weiter. Auf Höhe des Berges. Hier seht ihr ihn nochmal. Wundert euch nicht, dass er noch offen ist. Aber das liegt daran, dass da nochmal irgendwann eine Kupplung eingebaut werden soll, der mit Servo funktioniert. Dieses Gleis hier vor dem Berg und auf dem hellen Brett, das ist das Lü-Gleis. Und da werden normalerweise Fahrzeuge abgestellt, wie ihr vielleicht schon eben gesehen habt, die jetzt gerade in Gleis 14 stehen. Sowas da. Die gehören normalerweise hier vorne in das Gleis rein. Aber da sie gerade im Weg standen, wurden sie gerade mal dahin rangiert. So, und davor, das wird die Schenker-Spedition, die zur damaligen Zeit ja auch noch zum Bundesbahn gehörte. Schenker wurde ja mehrfach von der Bahn gekauft, verkauft, wieder gekauft. Ja, ein ewiges Hin und Her. Und wie ihr seht, ist auch die Spedition mit einem Gleisanschluss bedient worden. Jetzt kommen wir hier vorne, der braune Bereich, der schon ein bisschen ausgestaltet ist. Das ist die Einfahrgruppe. Ich schwenke mal weiter. Hier seht ihr das Waagegleis, die Freiladerampe und einen kleinen Güterschuppen. Im hinteren Bereich seht ihr dann die Bahnhofsgleise. Hier ist halt noch nicht viel gemacht worden, zumal uns immer noch das eigentlich uns gefallene Bahnhofsgebäude fehlt. Da seht ihr das Postgebäude mit dem Postgleis, ein Lokwartegleis, auch noch ein paar Stadtgebäude, die aber noch nicht final stehen, so auch wie alle anderen Stadtgebäude noch nicht final stehen. Auf diesem großen Platz wird halt auch Bahngelände für die gummibereifte Bahn, kommt eventuell noch ein Werkstattgebäude hin, etc. etc. Aber das wissen wir noch nicht genau. So, hier geht es dann jetzt weiter mit den Gleisen der Einfahrgruppe und des Bahnhofs. Und wie ihr seht, kommen da die Behandlungsgleise.
Und in diesem Bereich soll da mal ein mittelgroßes BW entstehen. Die Gleise, die jetzt da unter der Lokliege liegen, die kommen wieder weg. Das war nur mal ein Versuch. Da hinten ist nochmal eine kleine Abstellgruppe mit drei Gleisen. Und da hinten vor der Wand geht es wieder in den Tunnel und in die nächste Gleiswendel, die sich halt unter Kleinach befindet. So, bei Kleinach ist der Hintergrund, dass diesmal ein Durchgangsbahnhof war und die Strecke halt, wie ihr seht, bis Kleinach zurückgebaut wurde. Also ist Kleinach mittlerweile ein Sackbahnhof, Kopfbahnhof, überall wird er anders genannt. Ja, und hier ist halt landschaftlich schon ein bisschen was passiert. Bei Kleinach ist vielleicht interessant, das habe ich eben beim Rangierbahnhof vergessen, aber zeige ich euch gleich nochmal. Dieses Stellpult ist einmal analog geschaltet, sowie aber auch digital geschaltet. Und zwar der Bereich rausgehend ist der digitale Bereich. Und da ist der analoge Bereich. Digital heißt, diese Weichen sind alle mit Decodern ausgestattet und werden mit unserer Software geschaltet. Nur, dass die Software halt mit den Stellpulten verbunden ist. Das zeige ich euch dann jetzt gleich nochmal bei dem Ablaufwertertisch für den Ablaufberg. Aber erstmal nochmal Kleinach. Wie gesagt, hier geht es dann wieder rum. Da seht ihr, wie es zur Brücke geht. Und auch Kleinach, deswegen hat Kleinach auch noch eine Überlebenschance, weil Kleinach hat derbe Industrieanschlüsse. Wir haben hier einmal das Reifeisenlager, was hier vorne ein Gleis hat, sowie auch hinter dem Schuppen und auch der Kohlenhändler ist damit angeschlossen. Sowie logischerweise vom Reifeisenlager der Baustoffhandel. Des Weiteren gibt es in Kleinach eine Raffinerie. Und die Firma Huber & Co., die halt sämtliche Schüttgüter anbietet, von der Kohle über den Schotter zum Sand, und die werden alle hier verladen. Zum Thema Verladen: bei uns wird alles lose verladen, das heißt also, wir haben keine Einsätze in den Wagen, sondern diese Trichter, die ihr jetzt gerade seht, sind funktional und der Wagen wird tatsächlich so beladen. Kommen wir nochmal zu den Stellpulten. Wie gesagt, hier beim Rangierbahnhof gibt es schon den Ablaufwertertisch. Sämtliche Weichen hier in diesem Bereich sind halt digital und werden über den Computer geschaltet, wobei der Schaltbefehl halt hier von diesem Pult kommt.
So, liebe Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen, trotz dass ich die Kamera jetzt auch frei halten musste. Bestimmt einige Wackler in dem Film drin sind oder halt auch die Bereiche vom Schattenbahnhof, wo ich nicht so wirklich hinfilmen konnte, dass euch das trotzdem so die Informationen bietet, wie ihr es gerne gehabt hättet. Und ja, wir hoffen auch, dass da die Pandemie bald überstanden ist und wir wieder richtig loslegen können. Und ja, ich hoffe, dass es baldige neue Nachrichten hier von uns dann gibt. Ansonsten, wie gesagt, bleibt gesund, ganz wichtig. Schreibt Kommentare unten rein, schreibt uns direkt an, so wie gehabt. Und bis bald. Ciao.